Blizzard Entertainment. StarCraft 2 Heart of the Swarm. Nach dem Verschwinden der Königin der Klinge ist der Zerg-Schwarm zerschlagen. Jim Raynors Rebellen haben Sarah Kerrigan von Char geschmuggelt und dem Planeten General Warfield unter Liege überlassen. Das mächtige Zellnager-Artefakt ist verschwunden. In einer versteckten Basis des Protektorats von Umoja haben Raynor und Prinz Valerian damit begonnen, Tests an Kerrigan durchzuführen, um sicherzustellen, dass ihre Rückkehr zur Menschlichkeit vollständig ist. Aber ihnen läuft die Zeit davon. Im gesamten Sektor jagen die Streitkräfte von Imperator Mengst unerbittlich nach dem meistgehassten Feind der Liga, Sarah Kerrigan. Und damit auch herzlich willkommen zu Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm. Forschungsstation EB-103. Jim Raynor. Öffne die Tür, Junge. Valerians Befehl ist, Sir. Keiner Besuch. Öffne die Tür. Guten Morgen, Commander. Junior. Achtung! Der nächste Test beginnt in 2 Minuten.
Nutzt diesen Test. Es ist euer letzter. Jetzt lasst uns allein. Nun gut. Wir verschwinden heute von hier, Liebling. Gut. Dann schnappen wir uns Mengsk. Vergiss Mengsk. Vergiss das alles. Es geht um dich und mich. Solange Mengsk lebt, gibt es kein Du und Ich. Ich habe für dich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Ich lasse nicht zu, dass deine Rache das alles wieder kaputt macht. Leite Testphase 2 ein. Ich habe dich nie aufgegeben, Sarah. Gib du uns auch nicht auf! Testphase 2 beginnt. Was erhoffst du dir von diesen Tests, Valerian? Ich hab dir doch gesagt, ich erinnere mich an nichts, als ich die Königin der Klingen war. Wir müssen herausfinden, wie viel von dem Zerg-Mutagen noch in ihnen steckt. Ich weiß ihre Hilfsbereitschaft zu schätzen, Kerrigan. Steckt ihr hilfsbereite Leute immer in Verwahrungszellen? Sobald wir wissen, dass keine Gefahr besteht, werde ich Ihre Tür höchstpersönlich aufschließen. Versuchen Sie jetzt, sich zu konzentrieren. Können Sie es spüren? Eine Drohne. Ihr wollt wirklich, dass ich die Kontrolle über einen Zerg übernehme? Wisst ihr, was dann passieren kann? Alle Versuchsobjekte befinden sich in einer abgesicherten Umgebung. Da wären wir auch im ersten Level von StarCraft 2. Können Sie sie kontrollieren? Ja, ich hab sie. Gut. Zum nächsten Schritt. Schauen Sie, ob Sie der Drohne befehlen können, zu einer Brutstätte zu mutieren. Wie wir sehen, zu Beginn von StarCraft 2 noch relativ viel Story. Und viele Videos. Jetzt mit der linken Maustaste. Eine Brutstätte ist die zentrale Struktur einer Zerg-Basis. Sie erzeugt Kriecher, damit andere Strukturen gebaut werden können. Die Brutstätte produziert außerdem Larven, die sie zu Drohnen oder anderen Einheiten der Zerg morphen können. Wenn sie Larven einsetzen, wird die Brutstätte mit der Zeit neue erschaffen. Okay, Kerrigan. Ich lasse noch ein paar Drohnen in die Testkammer. Versuchen Sie, mit ihnen Mineralien abzubauen. So. Unsere Brutstätte steht. Wählen Sie die Drohnen mit der linken Maustaste aus. Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Mineralienfeld. Damit erteilen... Lauft, meine Kinder, lauft. Ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, ist zu Beginn von StarCraft 2 noch relativ viel Story. Und die Zwischensequenzen sind ja auch immer sehr episch bei Blizzard. Sie machen sich gut, Kerrigan. Können Sie noch mehr Drohnen morphen? Ich brauche einen Overlord, um noch etwas zu morphen. Dann tun Sie es. Ein Overlord ist vertretbar. Ein Overlord, bitte. Die Zerg verwenden Overlords, um weitere Versorgung zu erzeugen. Ihr derzeitiges Versorgungsmaximum wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zusammen mit dem aktuellen Verbrauch angezeigt. Wenn Sie nicht über genügend Versorgung verfügen, können Sie keine neuen Einheiten morphen. Okay. Hallo. Exzellent! Ich hatte vorgehabt, hier aufzuhören. Doch führen wir das Ganze noch ein wenig weiter. Versuchen Sie, eine Drohne zu einem Brutschleimpool zu morphen.
Schauen wir uns doch mal den Blutschleimpool an. Noch ein paar Drohnen. Weiter geht's. Dazu sei gesagt, jetzt klicken Sie mit. Ich bin nicht der allerbeste StarCraft Pro. Wobei ich StarCraft 1 und 2 schon gezockt habe. Du weißt, dass das Böse enden wird, oder? Wir haben eine kontrollierte Versuchsumgebung. Schicke Frisur, Valerian. Der Brutschleimpool ist fertig. Du solltest runter in die Testkammer kommen und ihn dir ansehen. Von hier oben sehe ich gut genug, danke. Ich denke, das ist dann genug für heute, Kerrigan. Ich bin beeindruckt. Wenn du davon schon beeindruckt bist, dann warte nur, bis du das hier siehst. Ich werde ein paar Zerklinge erschaffen. Kleiner Schisser. So, ein paar allesfressende Zerklinge. Kerrigan, was machen Sie da? Eure kontrollierte Versuchsumgebung auf die Probe stellen. Sieht da schon das Muffensausen. Zerkokun. Da sind sie auch schon. Die Zerklinge. Erinnern ein bisschen an Alien von Alien vs. Predator. Noch ein paar Zerklinge, gefällig. Noch nicht sehr anspruchsvoll das erste Level, aber... Halt! Ich habe Sie nicht darum gebeten, Zerklinge zu erschaffen! Eine bemerkenswerte Eigenart der Zerg, Valerian. Sie tun nie das, was man erwartet. Brecht das Experiment ab. Schickt Wächterroboter, um die Zellen zu säubern. Verriegelt die untere Ebene und fahrt den Eliminator hoch. Nichts darf entkommen. Wenn ich deinen schönen Eliminator zerstöre, lernst du vielleicht, dass du die Zerg nicht kontrollieren kannst. Dann wollen wir doch mal. Valerians Spielzeug ist doch nichts gegen uns. Lechter Bot. Attacke! Ich spüre noch mehr eingesperrte Zerklinge. Valerian, das war sehr unvorsichtig. Vielleicht kann ich sie auch befreien. So, weiter geht's. Befreien Sie die Zirklinge aus den Käfigen. Sicherheitslücke. Zerg freigesetzt. Drei Stück an der Zahl. Evakuiert den Bereich. Holt sämtliches Personal da raus. Parallel können wir noch mal ein paar Zerg hinzuziehen. So, ein Overlord. Und ein paar Zerklinge. Ja. Gut. Machen wir gleich. Der nächste Generator. Unsere Freunde helfen. Ordentliches Feuerwerk. Mehr Zerklinge. Gut. Ich kann sie gebrauchen. Cool. Ja, das erste Level Kerrigan macht ein bisschen Stress. Aber es sei mir gegönnt. Das ist kein Spiel. Das ist es nie mit den Zerg. Attacke! Ich muss jetzt sagen, wir spielen jetzt das erste Level.
Und das gesamte Spiel werden wir auf Schwierigkeitsgrad normal spielen. Lauft! Dürfte reichen und meinen Fähigkeiten entsprechen. Holt sämtliches Personal von dieser Ebene runter! Es befindet sich kein Personal mehr auf der unteren Ebene. Alles ist außer Kontrolle. Sicherheitstür geschlossen.